Kennt ihr noch Kai und Stefan? Sie treffen sich nach Jahren wieder. Stefan hat's in Dubai weit gebracht. Tolles Auto, tolle Klamotten, tolle Frau. Und heiratet bald. Ich heirate bald auch. Kai dagegen eher der große Philosoph. Verstehst du die Richtung, die ich in der Diskussion hier einschlage, Stefan? Nicht richtig. Manchmal ein bisschen verpeilt. Was? Ein Laden, der nicht geht. Geht der Laden? Nee, alles swag. Gespanntes Verhältnis mit dem Stiefsohn. Lass mich in Ruhe und alles ist gechillt. Und seine Beziehung ist am Bröckeln. Es geht alles so nicht mehr. Aber das weiß er. Ich weiß. Zum Glück haben sie ja diese eine gemeinsame Leidenschaft. Ja, wir machen auch nicht mehr lange. Habe ich ganz vergessen, dir zu erzählen, ne? Ja. Ich kiff ja nicht mehr. Oh. Und man kann ja auch ohne Drogen Spaß haben. Hä? Komm mal. Also eigentlich alles total cool. Bis sie es ein bisschen übertreiben und so ein Typ in Uniform vor ihnen steht. Guten Tag, Bundespolizei. Machen Sie mal bitte auf. Das Ganze wird sowieso wegen Geringfügigkeit eingestellt. Das kriegt da unten keiner mit. Es gibt hier ganz viele Experts. Sie müssen alle 3 Monate Urintests abgeben. Bitte? Ich muss um 8 Uhr auf Standesamt sein. Kannst du doch. Stefan? Jenny, hi. Gibt's ein Problem? Ich sehe, dass ein Polizist zunächst als Bullenfotze, dann Rosettenkönig und Kaviarnutte beschimpft hat und dann versucht hat, ihn zu beißen. Frank beißt nicht. Hey, Frank, Mann. Was ist los? Die Typen haben's mitgenommen. Die Typen haben's mitgenommen? Die Typen haben's mitgenommen. Da! Jenny! Die Sicherheitsleute kommen. Laufen die andere Richtung hinten raus. Fuck! Halt's Maul, Scheißfotze! Du darfst nicht! Lukas Grigorowitsch und Moritz bleibt treu. Alexandra Neldel. Also wenn du jetzt sagst, dumm Fick, gut, dann hast du das ganze Bier im Gesicht. Wotan Wilke Möhring, Antoine Mono Junior. Ja, du hast Nerven, ungefickter Wal! Sag mal, ist das Haschisch? Und Elmar Wepper in Lombok. Sag mal, sieht doch top aus, was willst du denn? Super. Demnächst im Kino.